Das ist das Video zum Adjektiv. Ich wünsche euch viel Genuss und Freude. Los geht's. Schöner, laut und schief, siehst du hier das Adjektiv. Diese Wort, das will beschreiben, Eigenschaften nennen, zeigen. Da bist du ja wieder. Na, auf jeden Fall ist mir eines klar, nämlich welches Thema du heute in der Schule behandelt hast. Das ist ja auch nicht schwer. Du, ich glaube, ich mag Adjektive. Und warum, wenn ich fragen darf? Du darfst. Ich glaube, Adjektive machen die Welt bunter. Ja, das stimmt. Sie machen unsere Sprache abwechslungsreicher und damit unsere Welt farbiger. In der Schule werden sie meist als Eigenschaftswörter oder Wie-Wörter eingeführt, weil man sie oft mit dem Wort Wie erfragen kann. Ja, das hat unsere Lehrerin Frau Kritzel auch gesagt. Sie hat den folgenden Satz an die Tafel geschrieben. Elefanten mit kleinen Ohren sind Hasen. Und dann kann man ja fragen, wie sind die Ohren der Elefanten klein? Klein ist also ein Adjektiv, ein Wie-Wort. Aber sag mal, welche Eigenschaften werden mit einem Adjektiv denn ausgedrückt? Oh, dafür reicht dieses Video, glaube ich, nicht. Es gibt zum Beispiel die Farbadjektive, die Zahladjektive, dann Adjektive für den Geschmack und die Größe und die Schönheit und die Temperatur und den Ton und die Gefühle und die... Gut. Du hast mich überzeugt. Das findet so kein Ende. Aber vielleicht können wir anders an die Sache rangehen. Weißt du beispielsweise, was das Wort Adjektiv ursprünglich bedeutet? Nein, das weiß ich nicht. Es geht um jene Wörter, die einfach hinzugefügt werden. Hinzugefügt werden? Zu was werden denn Adjektive hinzugefügt? Oh, das ist eine ganz wichtige Frage. Allgemein kann man sagen, dass sich Adjektive auf Nomen oder Verben beziehen. Allgemein. Zeig es mir so, dass ich es als Kind auch verstehe. Gut, dann zeige ich dir drei Beispiele, die das hoffentlich veranschaulichen. Schau mal nach rechts. Ich habe aber aufgepasst, diesmal drei Sätze ausgewählt mit demselben Adjektiv. Also los. Ich gucke. Erster Satz, der schnelle Hase läuft. Gut. Der Hase ist schnell. Gut. Der Hase läuft schnell. Gut, aber das sind doch die gleichen Sätze. Du irrst dich, guck nochmal genau hin. Im ersten Satz beschreibt das Adjektiv das nachfolgende Nomen den Hasen. Es ist eben der schnelle Hase. Mhm. Hier wird das Adjektiv, man sagt, attributiv verwendet. Mhm. Im zweiten Satz bezieht sich das Adjektiv zwar auf das Nomen Hase, aber nur über das Verb ist. Das Verb verkoppelt das Adjektiv mit dem Nomen. Und solche Verben, die das können, nennen wir sein, werden oder bleiben, sogenannte Copula-Verben. Das Adjektiv wird hier, man sagt, prädikativ genutzt. Mhm. Und im dritten Satz bezieht sich das Adjektiv schnell, wenn du genau hinsiehst, ja, ich gucke, auf das Verb laufen. Das Adjektiv zeigt, wie gelaufen wird. Und weil es also zum Verb gehört, wird es auch so bezeichnet. Wir sprechen hier von einer adverbialen Verwendung des Adjektivs. Täusche ich mich? Das ist irgendwie sehr schwierig für Kinder und Könige, oder? Nein, es ist wirklich schwierig und du täuschst dich nicht. Aber es zeigt dir nun mal die Möglichkeiten, wie ein Adjektiv in einem Satz aufgestellt werden kann. Und was kann das Adjektiv noch? Na, wenn du so fragst, gerade weil sich das Adjektiv oft auf die Nomen bezieht, hat es dieselben Eigenschaften wie ein Nomen. Ha, das verstehe ich. Es kann also in den vier Fällen stehen, in der Einzahl und in der Mehrzahl vorkommen und die drei grammatischen Geschlechter einnehmen. So? Ich finde, du bist gut. Aber eines hast du noch vergessen. Das Adjektiv hat nämlich noch ein besonderes Merkmal. Man kann es in drei Stufen steigern. Man nennt das auch Komparieren. Oh, immer diese fiesen Fachbegriffe, hör doch auf! Ich verstehe dich sogar ein bisschen, doch die Grammatik der deutschen Sprache hat nun mal lateinische Wurzeln. Aber versprochen, die Steigerung eines Adjektivs lässt sich einfach zeigen, okay? Gut. Also zunächst gibt es die Grundform, die Normalform eines Adjektivs. Wir nennen diese Form den Positiv. Gut. Zum Beispiel langsam. Dann gibt es die erste Steigerung, den sogenannten Komparativ. In unserem Fall heißt das Adjektiv nun langsamer. Gut. Und dann gibt es die dritte Form, die höchste Steigerung, den Superlativ am langsamsten. Gut, verstehe ich. Also, das heißt, dass man mit allen Adjektiven drei Stufen durchlaufen kann. Lass mich das einmal mit königlichen Adjektiven versuchen. Schön, schöner, am schönsten.
Klug, klüger, am klügsten. Mutig, mutiger, am mutigsten. Stopp! Es gibt leider noch eine Ausnahme. Eine Ausnahme? Immer diese Ausnahmen. Was denn nun wieder? Es gibt auch einige Adjektive, die man nicht steigern kann. Zum Beispiel? Nun, Adjektive wie rund, aha, stumm, nackt oder sogar golden, die lassen sich nicht steigern. Golden lässt sich nicht steigern? Aber warte, Gold, goldener, am goldsten. Das geht nicht. Wieso quälst du mich so? Die deutsche Sprache ist über Jahrhunderte gewachsen. Ich beschreibe als Lehrer doch nur den Augenblick. Und in diesem Augenblick gibt es diese Regeln und diese Besonderheiten. Immer Ausreden, du bist wie alle Lehrer. Vielleicht hilft noch eine kleine abschließende Übung. Also wirklich Lust habe ich nicht. Ach komm schon, gib mir uns eine kleine Chance. Nur zwei Sätze. Damit können wir die unterschiedlichen Erscheinungen eines Adjektivs nochmal trainieren. Wo versteckt sich im Folgenden das Adjektiv? Schau mal auf den Satz. Neugeborene Füchse sind blind und taub. Also, wie sind Füchse? Neugeboren und blind und taub. Neugeboren ist das erste Adjektiv und es wird... Du sagtest doch Attributiv. Es wird Attributiv gebraucht, es bezieht sich nämlich auf Füchse. Und die anderen beiden Adjektive werden Prädikativ gebraucht. Sie werden über das Verb ist an das Nomen gefesselt. Ist das so richtig? Absolut. Und nun Beispiel Nummer 2. Gut, das Wunderbare an Elefanten ist ihr Umgang mit den Babys. Warte, da ist gar kein Adjektiv, oder? Versuchst du mich zu ärgern? Ist das Wort wunderbar ein Wie-Wort? Aber Adjektive werden doch klein geschrieben, das verwirrt mich jetzt. Verrätst du mir die Lösung? Du hast einfach recht. Wunderbar ist ein Adjektiv ein Wie-Wort. Und es stimmt auch, Adjektive werden, wenn sie nicht am Satzanfang stehen, klein geschrieben. Gut. Aber dieser Satz zeigt eine letzte Besonderheit, die man im Auge behalten muss. Welche? Wenn Adjektive sich nicht auf Nomen oder Verben beziehen, besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich selbst in ein Nomen verwandelt haben. Das nennt man dann Nominalisierung. Das geschieht durch Begleiter. Durch Begleiter? So wie ein Bodyguard? Ja, zum Beispiel gibt es als Begleiter Pronomen und Artikel. Aber das ist doch nicht mehr unser Thema. Natürlich nicht. Wollen wir also schließen? Ja, sag dem Janis, er kann jetzt die Kamera ausschalten. Und Leon soll endlich meine beiden Hände loslassen. Ich bin eine freie, selbstständige, emanzipierte Puppe. So sei es. Tschüss.